Guten Morgen. Einmal haben wir schon vor dem Namen Jesu kommen, und ich danke dir für dein Leben. Ich danke dir, dass du so gut bist und dass du uns lebst und dass du uns geraubt hast, als wir nicht wären, Herr. Und ich bete dir, dass wir dein Wort verstehen und dass wir ab die Achte und die Herrscher, Herr, ja von uns und abbrechen zu werden, im Namen Jesu. Amen. Kapitel 16 von Hesekiel ist ein Vorbild von Jesus und von der Gemeinde, von uns und Jesus. Zeichen vor Schweier nach deiner Geburt, hier redet von Israel, wurde nicht einmal deine Nabelschnur abgeschnitten. Niemand hat dich gewaschen und mit Salz abgerieben, niemand dich gewickelt. Kein Mensch hatte Mitleid mit dir und erbarmte sich über dich. Noch am Tag deiner Geburt warf man dich aufs freie Feld, weil jeder nur Verachtung für dich übrig hatte. Ich kam an dir vorüber und sah dich hilflos und blutbeschmiert am Boden liegen. Da sagte ich zu dir, du sollst am Leben bleiben. Sinnwörtlich steht das Beschriftenbet, will verloren, verlote, einsam, in dem Tod ausgeliefert, wie sind Eier wie Jesus Channeliere, verloren ohne Hoffnung, dem Tod ausgeliefert. Und dann kam Jesus und rat uns und leid sein Leben für uns, damit wir am Leben bleiben können. Und er war schon rein, mit seinem direkt Blut. Er sagt, und herangewachsen wie eine Blume auf dem Feld, du blühtest auf und wurdest zu einer schönen Frau, voller Anmut. Deine Brüste wuchsen, dein Haar war voll und schön, aber immer noch warst du völlig nackt. Wieder kam ich an dir vorüber und ich sah, dass du alt genug warst, einen Mann zu lieben. Da breitete ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deinen nackten Körper als Zeichen dafür, dass du meine Frau sein solltest. So wie seine Emma war da Gottes angerieben, weil Gott die Gemeinde und die Gemeinde, was wie Menschen sind, in dem verlorenen Zustand, in dem hoffnungslosen Zustand halbt, rüht halbt, in welcher Anzug nachher bekleidet hat, mit seinen Jähen, wo dort wie wir haben. Und er uns selbst zu seiner Brut nimmt. Die Bibel sagt, dass Jesus als der Brigam und die Gemeinde als der Brut. Und hier war sie wie dort. Also Israel kann nicht dort zu denen. Wie seine dort Bettbejähnungen dort hat mit Gott zu denen. Und nicht mit dort, was Israel getan hat. So wurdest du meine Frau, sagt dort. Jetzt sag ich, der Herr schwor dir Treue und schloss mit dir einen Bund fürs Leben. So wurdest du meine Frau. Also, Gott will, dass wir hier ein deutliches Verständnis für Wort wörtlich. Also, wenn wir Kinder Gottes sind, dass es Gemeinde ist, mit Gott befriedigt sind, in Sünde ist Gott fremdgehen. Also wenn wir uns mit Gott befriedigt haben, dann gehen wir nicht in andere Männer. Dann gehen wir nicht in die Welt. Dann gehen wir nicht in am armen andere. Dann bleiben wir Gott treu. Und dort haben die Menschen für jeden, die haben das Konzept für jeden. Das sagt, ich badete dich, wusch dir das Blut ab und salbte dich mit duftenden Ölen. Ich zog dir ein buntes, kostbares Kleid und Sandalen aus bestem Leder an. Du bekamst von mir ein Stirnband aus feinen Leinen und einen seidenen Umhang. Ich gab dir wertvollen Schmuck, legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um den Hals. Also Gott schmückt seine Brut. Gott schmückt seine Gemeinde. Da sagst du, warst geschmückt mit Silber und Gold, du gekleidet dich Leinen, Seide und buntgewebte Stoffe. Die feinsten Speisen bekamst du,
Brot gebacken aus bestem Mehl, Honig und Öl. So wurdest du wunderschön und würdig, eine Königin zu sein. Also Gott hat uns Menschen vom Nichts geräumt, von einem ganz verlorenen Zustand. So hat er das mit Israel. Israel wie eine Sklaverie, wie gefangen. Gott macht dort frei. Und das sagt, in Gott, jäufend von allem, das warst du. Bei Gott hat er dir gesagt, wenn die von allem einen Überfluss haben, dann Gott verirrt er, Gott nicht mehr mit Freuden deine, dann war ich jene Fien deine. Das sagt, bei allem Völker erzählte man sich von deiner Schönheit. Sie war makellos und vollkommen durch den Schmuck, den dich der Herr dir geschenkt hatte. Sie dort macht wie verstohlen. Wenn wir im Leben vorankommen, wenn wir im Leben gesehen wurden, wenn wir im Leben so viele Eigenschaften kriegen, was Gott an uns Christen leistet, dort ist Gott und nicht uns verdienst. Das sage ich dann wieder, wenn es hier fängt, das Problem an, aber du hast dir viel auf deine Schönheit eingebildet, du kommst der Stolz. Das ist das Selbst, was bleibe, ich verstehe dort, ich rede dort an. Dass sie überall gerühmt wurde, nutztest du reichlich aus jedem, der dir über den Weg lief, hast du dich angeboten und dich ihm an den Hals geworfen. Aus deinen bunten Kleidern machtest du dir ein Lager auf den Höhen, wo den Götzen geopfert wird. Dort schliefst du mit jedem, den du bekommen konntest. So etwas hätte ich niemals geschehen dürfen. Du nahmst den Schmuck aus Silber und Gold, den ich dir geschenkt hatte, und machtest dir männliche Götzenfiguren daraus. Mit ihnen hast du mich betrogen. Deine buntgewehrten Kleider zogest du ihnen an und brachtest ihnen Opfer, den Weihrauch und den Öl dar. Also hier sei wie mal bei Gott beschrift. Gott hat seine früh die Gemeinde Israel alles gejüft, alles im Überfluss. Nu jetzt sei fremd in dein andere Götter. Läuft Gott nicht mehr so, sondern läuft andere Sache. Dollars Gott. In Brock dort, was Gott dem sehen, was Gott er gejüft hat für die Sünd. Gleich dort passiert von durch den Tag noch. Gott beschrift hier, was dann passiert ist. Er hat Israel, was aufgestaut wird, was endlich dem Deutschen wird, wie gerat, frie Macht, reine Macht, geschmeckt, und nun brachte Allah vom Weisen. Wer ist das mit uns? Wer steht das mit uns Wort? Und wie diese Geschichte im Licht von uns Leben betrifft, wer ist das da? Herr, help uns dort zu verstehen. Herr, help uns dort wörtlich zu verstehen und auch ein Licht von unserem Leben zu betrachten. Wie es uns, Herr, wird es mit uns Wort steht, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.